Moin ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute ist ein neuer Tag, die VSTX-Tour geht weiter. Heute ist der erste Stopp Hannover, denn wir werden zum Finch Asozial-Konzert gehen. Ich freue mich schon sehr. Ich habe euch ja auch ein paar Fragen, ich habe euch gebeten, ein paar Fragen zu stellen. Deshalb hoffe ich, dass ich die auch weiterreichen kann. Dann habe ich noch ein cooles Spiel mit Finch vorbereitet und ansonsten werde ich einfach das Konzert genießen und ich hoffe, es wird eine geile Zeit. Ja, ich würde sagen, dann gehen wir mal eine Runde in die Backstage rein. Ich weiß, dass es, glaube ich, relativ weit oben ist. Ich glaube, das hier ist alles ein altes Kino. Würde ich sagen, es heißt Kapitol. Also gehe ich mal davon aus, dass das früher ein alter Kinosaal war. Finde ich ja süß, dass sie es umgebaut haben. Ich mag das ja, so alte Gemäuer auch gut zu nutzen. Hier ist, glaube ich, irgendwie Getränkelager oder sowas. Gehen wir mal weiter hoch. Catering. Werde ich mir bestimmt auch gleich mal was Geiles schnappen hier. Ein bisschen Hunger ist ja vorhanden. Ja, wir gucken mal, wie wir Backstage. Hier wird gerade alles abgebaut vom Interview. Gucken wir, ob wir Finchi treffen. Der fließt arabisch. Warte kurz. Jetzt. Wir sind jetzt gerade angekommen in Finchis Backstage-Raum für Gäste. Hier werde ich wahrscheinlich auch mal tun. Ja. Finchi hat seine ganze Entourage mitgebracht. Wer ist denn das alles? Sind das alles Kumpels? Oder? Sind alles ehemalige Kumpels, ja. Ehemalige? Nein, sind alles gute Freunde, ja. Gute Freunde. Sehr, das sind nur die richtigen guten Freunde. Und die richtig, richtig guten Freunde sitzen drüben. Okay, und ihr schaut auch alle im Tourbus? Nee, die einer nur. Nur Assi. Der Rest ist alles so als Suchreinkommen. Okay, geil. Ihr kommt aber zu jedem Konzert oder nur jetzt zu dem heute und dann geht's wieder irgendwo anders? Na, ich komme alle so morgen. Ihr könnt doch selber reden! Musst du fragen. Ich schwichter, okay. Alle schwichter nicht. Morgen. Nee, die sind jetzt das ganze Wochenende dabei. Also wir haben ja manchmal so blockmäßig, dass die dann blockmäßig vorbeikommen. Cool, dann ja. Ja. Trinken halt unseren ganzen Alkohol weg, war, aber kann man nicht machen. So ist Freude, das mit Freunden, ne? Aus, so, pass auf, ich zeig euch mal ein bisschen. Ja. Das ist Jan. Das ist der Head. Das ist der wahre Head hinter allem. Der kümmert sich um alles. Der macht alles, was geht. Gian hat sich heute extra eine gute Frisur gemacht. Na klar. Hat schick gemacht für mich. Na klar. Gian ist über alles haben. Ja, und wo duschst du denn nachher eigentlich? Da kommen eigentlich Zutritt nur für Crew. Ich guck mal, ob's. Nee, ist abgeschlossen. Nee, ist doch nicht abgeschlossen. Dürfen wir hier in die Geheimgummer gehen? Hier ist es noch ein bisschen Crew. Also hier sind auch nicht mehr die Kumpels, die drüben saßen. Die dürfen wir auch nicht drin. Wir machen mal so Räume. Die ist wirklich nur sie, aber die sind halt schnell für den Laptop. Ja. Das ist der, mein guter Lichttechniker, der Norman, der hat sich verletzt, wie man sieht. Bei Lichtaufbau oder was? Nein, es war beim ersten Konzert, als er die Treppen abgesägt, weil die Treppen ein bisschen nass waren. Und ich war nicht betrunken. Er war nicht betrunken, ja. Kacke. Die achten wirklich darauf, dass sie ordentlich arbeiten. Und dann hat er sich den Arm zerwichst, Schleimbeutel, Aufriss oder was? Schleimbeutel angerissen. Klingt böse. Cut im Arm. Genäht. Willst du uns vielleicht nochmal dein Merchandise zeigen? Gibt es hier was zu kaufen? Kann man was sehen? Unten, ja, können wir runter. Obwohl, ich weiß nicht, die Mercher, die arbeiten jetzt alle noch nicht. Die sind alle nur tief entspannt. Gian, ja, ist der Merch-Stand schon aktiv? Nee, wir haben noch nicht aufgebaut. Nee, ist der schon aufgebaut? Ja. Kann man das schon sehen, wenn die ganzen Merch-Artikel? Ja, so wenn ihr eine Sekunde wartet. Der Merch-Stand ist schon komplett voll. Ja, cool. Also Audi müsste schon da sein. Ja, dann lass uns runter gehen. Okay, welche Etage? Erste Etage, wa? Nee, nach Eingang. Ja, wir schauen uns das mal ein bisschen an. So, komm. Ja, hier sind die Bars. Wir haben auch viele Bars hier am Start. Ja, die ersten Fans stehen, glaube ich, schon vorne. Alter. So, hier. Ganz unauffällig. Hier rechts. Ja, das ist richtig geil. Ist geil. Alter, auch richtig, ja? So, hier ist nachher wahrscheinlich auch Fotogrammstunde. Geil. Und guck mal, was es alles gibt. Es gibt ein Badehandtuch. Ja, das ist sehr neu. Geil. Denn diese Shotbecher sind neu. Dann ist die Bauchtasche neu. Bauchtasche ist auch geil. Und ich mag auch die Videos, die sind auch nicht so geil. Ja, davon gibt es nicht mehr so viel. Ich kann es mir ins abzweigen. Gerne, kann ich dir gerne einschenken, wenn du willst. Geil. Gefällt mir sehr gut. Ja, und der ist hier auch auf jeden Fall. Ich ja, habe sie gerne mit reingenommen, natürlich. Wir machen jetzt für neue Album und so kommen natürlich komplett neue Dinge. Ist das ein rosa dann? Oder nee, rosa ist jetzt schon natürlich eine Farbe, die so wie hier bei diesem Dorfdisco, da hast du ja bei diesem Disco dieses rosa mit drin. Neonmäßige, ne? Genau. Und sonst hast du halt so ein paar, also du machst schon ein bisschen so das, was im Album so eine aber roten, schon roten eher Farben durchgängig ist. Also muss schon Sachen sein, die Männer getragen können, ne? Ja, na klar. Also wir werden nicht übelst pinke Klamotten machen, die dann Männer anziehen. Habt ihr Frauenshirts auch eigentlich? Diese da. Die? Oh ja, stimmt. Aber Frauenshirts, ich sag dir so, wie es ist, gehen am schlechtesten weg, weil Frauen wollen selbst Männer-T-Shirts und wollen die denn so oversize-mäßig tragen. Ja, das mache ich aber auch immer, das stimmt. Also Frauenshirts gehen schlecht weg.
Aber Männershirt gegen Tour-Shirt haben wir halt noch für die Tour, die jetzt gerade ist. Was ist die Größe, die am meisten weggeht? L oder? XL auf jeden Fall. XL? Ich hab sehr fette Fans, ja. Okay, das ist mein Statement. Sehr, sehr fett, ja. Oder die mögen halt auch oversized. Ja. Ja. Baby, you make me lose my mind. Baby, you wanna stay tonight. Time goes fast. Falls ihr auch was Geiles von Finchs Merch haben wollt, guckt mal in die Infobox, ich habe euch den Merch-Shop verlinkt. Ja. Es kann aber natürlich sein, dass nicht mehr alles da ist, weil ich alles ausgeräubert habe, beziehungsweise deine ganzen Fans. Deshalb guckt auf jeden Fall nach, ob noch was da ist. Wenn ja, dann greift zu, weil es wird auf jeden Fall schnell weg sein, oder? Billig produziert, teuer verkauft, genau mein Ding. Wird hier Pyrotechnik verwendet, oder? Ja, Pyrotechnik drin ist immer ein bisschen blöder so, da kannst du nicht machen, aber so ein bisschen... hier Konfetti-Scheiß-Scheiße. Ist ja wie gesagt. Konfetti-Scheiß-Scheiße. Na, eigentlich das, was wir bei der ersten Tour eigentlich schon hatten. Jetzt machen wir noch ein paar andere Sachen, so mit Dart und so ein Zeug ein aber bisschen. Aber wollte ich gerade fragen, wieso ist da die Dartscheibe? Na, weil Dart halt ein übelster Kneipensport ist und so Dorf, Disco, das gehört ja irgendwie alles und so ein bisschen dazu. Du bist gut im Dart, oder? Ich bin sehr gut im Dart, deshalb spiele ich gar nicht mit. Ich will ja keinen verärgern. Wir lassen die Fans spielen so und wer gewinnt, der gewinnt ein Shirt oder so. Geil, coole also Idee. So ist, wie gesagt, das ist die erste Tour. Wir haben jetzt hier noch nicht. Budget, sag ich mal, um jetzt hier ja, die übelst große Show zu machen. Die nächste Tour wird auf jeden Fall ein komplett anderes Ding. Also wir werden jetzt nicht weiterhin nur mit einem Barhocker und so Sachen da investieren, weil dann auf jeden Fall mehr Geld. Wenn mehr Geld da ist, kann man auch mehr investieren. Ja, voll. So, und deswegen. Aber muss ja alles erstmal wachsen, ne? Muss alles erstmal wachsen. Wie gesagt, ist eigentlich, wenn du es so siehst, noch die erste Tour. Der zweite Teil der ersten Tour. So, und deswegen kann man da jetzt noch nicht gleich voll aus dem Vollen schöpfen, aber... Also wichtig ist ja auch immer, wenn du ein geiles Bühnenbild hast, gut abreißt. Richtig. Und wenn du gut abreißt, dann ist das Bühnenbild meistens relativ scheißegal so, ja. Aber wir machen da schon. Nachher die Lichtshow ist halt übelst krass bei uns. Okay, das also ist das, spannend. Das Bühnenbild sieht jetzt relativ entspannt aus, aber wenn nachher die Lichtshow abgeht und du siehst, wie die Menschen schwitzen und tanzen, dann ist es schon so ein bisschen Thunderdome-mäßig. Sehr geil. Dann würde ich sagen, so, war's das, ne? In diesem Sinne würde ich sagen, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ich werde euch gleich natürlich noch ein bisschen weiter mitnehmen, wenn Finch auf der Bühne steht. Da wird er dann hoffentlich ordentlich abreißen. Ich freue mich auf die Show, weil in Hamburg war es schon mega und ich glaube, das heute wird noch mal ein Stückchen geiler, weil einfach mehr Leute da sind. Es ist Freitag. Ich freue mich auf die Show und dann ja, sehen wir uns gleich. In diesem Sinne würde ich sagen, wir gucken uns einfach mal das Publikum an. Ich glaube, da sind jetzt schon einige Leute am Start. Und jetzt mal, und wir müssen wieder lang. Hier lang.
schön und alles wäre nicht möglich. Ich mache es auf jedem Konzert, er hasst es. Er hasst es abgrundtief, wenn ich es immer wieder mache. Aber ohne diesen Jungen wäre hier nichts möglich. Also macht mal jetzt Applaus für Richtung Bandcamp. Hänger, aber hab mich halt ein bisschen zu viel getrunken. Woher kommt die kantige Frisur auf einmal? Naja, ist geiler. Ich wollte den Fokuhiler hin kürzer machen, aber umso langsamer lassen sich schon im Bild stehen. Schön. So, kurzes Abschlussstatement. Wie war Hannover? Okay, das reicht halt Statement. Nee, war geil. Die waren auf jeden Fall richtig wild, die Leute. Und der neue Song kam Bombe an, also geil. Ich kann auch nicht ganz zufrieden mit meiner Leistung. Der Trainer hat gesagt, ich werde nicht von Anfang an spielen. Nee, ich war nicht ganz so zufrieden mit meinem, weil ich ein paar Texthänger hatte. Ich habe mir ja ich hatte einen Texthänger und habe mich dann, um mich selbst zu bestrafen, mir immer eine Backpfeife gegeben. Und habe aber gemerkt, dass die Backpfeife mich noch mehr rausbringt. Und habe mir dann die nächste gegeben und dann wurde immer noch schlimmer. Deswegen war bei DJ Heiko war ein bisschen komisch, aber sonst war auch okay. Was? Welches Mädel findest du am besten? Lucy Cat fand ich am besten. Ey, die haben dich mit mehr besungen als mich. Die waren bei dir am lautesten. Du hast, das war in Hamburg schon so. Seid mir jetzt alle ruhig. Hey! Die waren damals in Hamburg bei dir am lautesten. Okay, Hamburg deine Stadt. Aber selbst hier in Hannover. Du hast, Lucy, werd Rapperin. Du hast mehr Fans als jeder andere. Alles Lucy Cat Fans. Das war auf jeden Fall geil, es hat Spaß gemacht, danke für die Einladung. Gerne, gerne. Nächste Tour, ne, für dieses Lauftag wird auch gut. Ich möchte auch wieder eine Einladung. Sag dir, wenn die Kamera aus ist, wo wir sind. Aber wir sehen uns auf jeden Fall. Geil, sehr cool. In diesem Sinne, schaut rein das nächste Mal, bis nächsten Sonntag und tschüss.